die Börsenminute von Julia Kistner. Bei der österreichischen Nationalbank ist man weniger wegen der bevorstehenden Europäischen Zentralbank-Sitzung am Donnerstag nervös, sondern vielmehr wegen der enormen Immobilienkreditvolumina und der laxen Vergabepraktiken so mancher Banken. Eigentlich sollte ein Kreditnehmer ja mindestens 20% Eigenmittel mitbringen und die Tilgung des Kredits sollte keinesfalls 40% des verfügbaren Einkommens übersteigen. Die ÖNB warnt jedoch, dass mehr als die Hälfte der neuen Immokredite mit weniger als 20% Eigenmittel finanziert werden und bei jedem fünften die Tilgung mehr als 40% des Nettoeinkommens ausmacht. Schon der geringste Zinsanstieg wirft so manchen Kreditnehmer dann aus der Bahn. Wobei man nicht so schnell mit einer Zinsanhebung in der EU rechnen muss, meiner Meinung nach. Und auch wenn die US-Notenbank Fed am 16. Juni womöglich ankündigt, dass sie die Anleihenkäufe langsam drosselt, muss man mit meiner Meinung nach auch dort nicht mit einer Zinserhöhung rechnen. So schnell. Wie auch immer, Kredite müssen zurückbezahlt werden. Übrigens, wer mehr über Immobilien als Investments erfahren möchte, dem lege ich die nächste Podcast-Folge der Geldmeisterin kommenden Sonntag wärmstens ans Herz. Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.